So, wir sind angekommen in Mallorca. 28 Grad hat es hier noch um ca. 11 Uhr. Flug war jetzt kein Akt, obwohl ich ein bisschen Schiss hatte. Mein erstes Mal war mit 4 Jahren. Und danach, ja, keine Ahnung, zu viel Lost geguckt oder so. Und ja, hätte sie halt mal einen Koffer mit Rollen genommen, ne? Ja, da du ja so ein Gentleman bist, darf ich das ganze Zeug tragen. Ja, ich muss jetzt das Video machen, hä? Ich nehm's ja gleich. Ja, es sieht sehr chillig aus, also ich war ja noch nie und ich hoffe, die Turbulenzen nehmen jetzt ein Ende und man kann wenigstens ein bisschen chillen. Dann kann ich euch morgen, wenn die Sonne da ist, auch ein bisschen mehr zeigen. Weil jetzt hat es irgendwie wenig Sinn. Ich hoffe, wir erreichen unser Hotel und das Zimmer ist nicht ganz so grottig wie bei der Klassenfahrt. LOL. LOL, diese Bruchbude ist in Spanien ein Burger King. Episch. Aber das ist nicht unser Hotel, zum Glück. Hoffentlich habe ich ein Meckes daneben. Ich glaube es nicht. Mehr aber schön. Epic. Strand direkt vor der Haustür mit Brücke. Irgendwo da drüben ist unser Hotel. Am Tag sieht es mit Sicherheit noch viel, viel geiler aus. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall nice. Ja, jetzt bin ich gespannt aufs Zimmer. Ja gut, also der Kotz- bzw. Säurefleck, der muss jetzt nicht sein. Aber ansonsten ist es eigentlich voll okay. Ey, scheiße. Hallo, ich komme unter die Karte nicht rein. Also mit der Karte halt Tür auf und Licht an. Und ansonsten, ja, klein, aber fein. Schon Schlimmeres gesehen, wie man das hier bedienen kann. Und das Bad ist auch okay, sagst du, gell? Ja. Also wenn man erinnere sich nur an die Klassenfahrt. Was ich da gesehen habe, das war was ganz anderes. Ja doch, also das Bad ist voll okay. Mach mal das Klo auf. Kein Problem. Stimmt eigentlich. Ja, fassest du an? Ja, ich? Ja, fass es an. Ja, gut, ist sauber. Ja, ist voll sauber. Aber am Flughafen schlimmer. Ach, komm auf. Die ist gestunken, oder ich am Pissen war. Diese eine voll geblutete Binde auf dem Klo dran stecken. Ja, mal auf, ey. Da draußen, keine Ahnung, weiß noch nicht. Wie geht das auf? Zugesperrt oder was? Schwach. Nee, ich glaube, das ist irgendwie... Ah, so funktioniert das. Na ja, gut. Ja gut, den geilsten Ausblick haben wir jetzt. Den Ausblick, den vergessen wir wieder. Dafür also haben wir den Strand vor der Nase und das sieht auch sehr geil aus. Ich glaube, wir verschwinden jetzt auch gleich wieder und gehen raus, oder? Weil es ist sauheiß, ja, und... wir trinken ein paar Cocktails. Ja, wir sind ja so Bonzen, so YouTube-Partner. Ja, so, das heißt, so. Wir haben das ganze Geld. Übelst. Und vielleicht noch irgendwas essen oder so. So, das muss jetzt auch noch sein. Das ist unsere einzige Tasche und 90% ist von ihr. Das stimmt doch gar nicht. Nee, was gehört mir? Wir haben ungefähr aufgeteilt, Hälfte, Hälfte. Zudem sind da Handtücher, dann ist dein scheiß Rechner da, den ich gleich mal aufs Bett schmeiß. Lol. Trotzdem ist so, 90% ist von dir. Nein. Das ist das, was alles da ist, ist meins und das andere ist deins. Sag mal die Slips. Ja, bist du wahnsinnig. Vergiss es, es geht keinem was an. Ist schlimm genug, dass man nicht das sieht. Du weißt schon, dass man auf YouTube zurückspulen kann, gell? Ja, super, ey. Bevor es zum Essen oder Trinken geht, sind wir noch an den Strand gegangen. Ich weiß, man sieht nicht viel, aber das Wasser ist sowas von brühwarm. Sehr nice. Und man sieht nicht mal dich. Süß, man sieht dich nicht. Wir spielen hier gerade im Wasser. Also ich gebe es euch... Euch gebe ich über zu, ich mag überhaupt gar kein kaltes Wasser, aber das ist echt so warm, dass ich kurz davor bin, jetzt noch schwimmen zu gehen. Ja, komm, Sachen rausziehen, es sieht aus, als hättest du nichts an, aber macht euch keine Hoffnungen mit 1080p oder so, sie hat was an. Ich habe ein Kleid an. Ja, ein schönes Kleid, das man leider nicht sehen kann. Nee. Naja, aber ja gut, gehen wir jetzt vielleicht essen, gehen wir trinken und dann schwimmen und morgen zeige ich euch das Ganze, dann sieht man auch mehr, aber es ist endgeil hier, Mann. 5 Euro die Cocktails, nice designed, billig und schmeckt saugut, oder? Genau, ja.
voll schön auf jeden Fall. Morgen schauen wir mal während der Happy Hour rein. Ja. Dann kann man nämlich dreimal mehr trinken. Wenn der Geldbeutel noch voll bleibt. Nee, lieber nicht. Wir liegen dann am Strand und ersaufen. Ja, wahrscheinlich. Vorm Alk. Nee, aber ich finde es echt gut. Also wenn man die bei uns vergleicht, weniger drin, nicht so schön verziert und teurer. Lame. Und die geben sich Mühe, ich finde das so lame. Ja. Inzwischen ist der nächste Morgen. Wir wollten zum Supermarkt gehen, aber eigentlich müssen wir hier eigentlich bei unserer Brücke nur eine Angel reinschmeißen. Und haben direkt 2000 Fische oder so. Voll chillig. Und die sind nicht mal klein, also da sind schon echt große dabei. Lol. Die wollen in meinen Magen. Nice, nice. Schau mir die alle ein bisschen rot. Schau mal an, ey, wo die nicht. Ich hol mir da jetzt echt ein Netz, ey, das gibt's doch nicht. Die sind 3 Meter vom Strand entfernt. Das dürfte dann wohl Spaniens Marzahnbereich sein. So, jetzt müssen wir einen Weg finden, unsere völlig überteuerte Sprite-Flasche und das lächerliche Wasser. Für 50 Cent das Wasser. Ja, oder 1,70, aber das war das billigste, was ging, kalt zu stellen. Da Kühlschrank kostet, muss man sich halt Abhilfe schaffen, würde ich mal sagen. Das heißt, das hier verstopfen. Du musst das Ding raustun. Was muss ich raustun? Ja, da war die Kette drin, jetzt müsste es. Ja, gehen. Gut, egal. Und dann mit kaltem Wasser. Hoffe ich mal, dass es ausreicht. So, nein, ja, mit dem Schaum. Weil ins Meer kannst du es ja auch nicht legen. Das Meer ist ja auch zu kalt. Zu warm. Zu warm. Zu warm, viel zu warm. So, wollen wir hoffen, dass es klappt. Ja, und das ist das Ganze am Tag. Mach mal viel, viel schöner, viel, viel heißer. Das Wasser ist auch am Tag sehr warm. Wenn man dann hier reingeht, ist es halt noch wärmer. Und wenn man da reingeht, wo die gute Frau gerade reingeht, was ich gebaut habe, dann ist es am wärmsten. Ja, ist auf jeden Fall sehr chillig. Wir gucken uns jetzt noch in der Stadt um. Und ja, gehen. Essen, shoppen oder was machen wir? Wir laufen jetzt einfach durch die Stadt und schauen. Ja. Wir wissen nur nicht genau, wo die Stadt ist, weil... Ist die Stadt? Ja, ist klar, aber es gibt halt nicht wirklich viel. Also zumindest haben wir jetzt noch nicht wirklich viel gefunden. Aber wir waren noch nicht weit und dann wird wieder gesonnt. Scheiße, ich glaube, ich habe schon ein bisschen viel getrunken, oder? Naja, es geht immer noch. Bisschen was rein. Geht immer. Nein. Ist ganz chillig, wenn man hier ein bisschen weiter reingeht, dann ist da so ein Riff überall. Und, also zumindest auf der linken Seite, rechts kann man locker baden. Das ist ganz schön zum Tauchen, also da sieht man dann verschiedene Fische, Regenbogenfische, so komische, einen schwarzen Punkt hinten am Kock. Aber es gibt auch ziemlich aggressive kleine Fische, die greifen einen irgendwie an und zerknabbern einem die Beine. Ja. Meine Süße, es ist leider passiert. Verletzungen. Ich weiß nicht, ob man es... Das waren alles Fische. Da hat man schon ein paar rote Punkte und so. Also ich weiß ja nicht, ob es hier Piranhas gibt, aber ich denke mal nicht, ne? Weil die sind ja eigentlich nur im Amazonas. Ich hab voll aufgeschrien, als sich einer erwischt hat. Ich habe mich dann nicht welche. Ja, aber wenn man von diesen Vorstufen eines Piranhas absieht, dann ist eigentlich alles ganz okay. Gut, ganz da hinten sind noch Seeigel, aber da halte ich mich jetzt fern. Wenn man hier taucht, das sieht aber auf jeden Fall ganz geil aus. So das Riff.
erinnert mich direkt an diese eine Super Mario Sunshine Mission von Playa del Sol. Rote Münzen im Korallenriff. Ich habe schon geschaut, aber keine roten Münzen gefunden. Voll doof. WTF? Это отражение фото от мира. Кто стирает, 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 стирает. Мы когда высыпали, просто высыпали. Когда высыпали, ногами на очки отевало, что ли? Ящики два, которые вытащили здесь уже чесаться. А ты не тип талант, а ну это я не придумал. Du schau, dass solche Leute immer die Ärmsten sind. Very well. Nice. Würde ich fast Geld dafür ausgeben, also ich meine, komm, das ist echt geil. Ja, schon. Ja.